Schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde des Bruno-Kreisky-Forums für internationalen Dialog. Als Mitglied des Vorstandes freue ich mich ganz außerordentlich, Sie zu dieser Veranstaltung begrüßen zu dürfen, die heute unter einem ganz besonderen Zeichen steht, denn es ist eine sogenannte Wranitzky-Lecture, die wir genießen können und mit der wir den Geburtstag unseres Ehrenpräsidenten Bundeskanzler Dr. Franz Wranitzky auch feiern wollen und gebührend begehen wollen. Damit verbindet sich auch noch eine andere Geschichte, denn wir haben im Haus hier eine sogenannte Dr. Franz Wranitzky Library eröffnet, die seit gestern als Sammlung zur Verfügung steht und ebenfalls auch unseren Ehrenpräsidenten entsprechend würdigt. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, für diese Veranstaltung Herrn Seslen zu gewinnen, der sich ja mit Themen beschäftigt, die im Moment also wirklich sehr im Zeichen der Zeit stehen, nämlich gehen wir aus dieser Krise mit einer Stärkung des sozialen, kulturellen, gesellschaftspolitischen Zusammenhangs heraus oder nicht? Und das sind Themen, die uns, glaube ich, alle im Moment sehr bewegen. Und ich freue mich daher auf diese Diskussion, die Sie hoffentlich auch als anregend und schön empfinden werden. Danke, Eva Nowotny, für diese Einleitungsworte. Mein Name ist Robert Misik und ich habe die Freude, dieses Gespräch zu moderieren. Meine Gäste, wenn man so will, oder ich bin ja selbst hier gewissermaßen moderierender Gast, meine Gäste sind im Georg Seslen, den wir zugeschaltet haben aus Ligurien. Einen schönen guten Nachmittag, Abend, Georg Seslen. Ich lasse die Zeitangabe da offen, weil die Zuseher ja das zu jedem Zeitpunkt ansehen können im Netz. Dr. Franz Wranitzky, ehemaliger Bundeskanzler, hier sagt man Altbundeskanzler der Republik Österreich, und Ehrenpräsident des Bruno-Kreisky-Forums, wird mit mir dieses Gespräch mit Georg Seslen führen. Der Grund, warum wir Georg Seslen eingeladen haben, ist das Buch, das er jetzt rausgebracht hat im Wiener Verlag Bahoe Books. Und der Titel lautet Corona-Kontrolle oder Nach der Krise ist vor der Katastrophe, die Post-Corona-Gesellschaft und was sie uns über die Zukunft erzählt. Georg Seslen ist einer der bekanntesten und auch einer der, die Engländer sagen, most prolific, also einer, der besonders viel produziert, ganz viele Bücher und Essays, Aufsätze, Kolumnen, deutscher Kulturwissenschaftler, ist wahrscheinlich der größte Begriff, sozusagen Gesellschaftstheoretiker, aber auch insbesondere Filmwissenschaftler. Er hat eine unfassbar lange Publikationsliste und ich will nur zwei Bücher aus der eher politischen Sphäre, die er veröffentlicht hat in den letzten 10 Jahren, nennen. Zum Beispiel Blödmaschinen, eines der am meisten rezipierten Bücher von ihm, gemeinsam mit Markus Metz im Surkamp Verlag erschienen und jetzt ja auch schon fast 4 Jahre her, Trump, Populismus als Politik, wobei Pop von Populismus in dem Fall groß geschrieben ist, sodass es auch eine gewisse Doppelsinnigkeit hatte, diese Titelung, was natürlich diesem Phänomen des schrägen Stars, wenn man so will, auch ein bisschen näher kommt. Und das ist halt auch wieder eine Aktualität, gerade in diesen Tagen, wo die amerikanischen Präsidentschaftswahlen uns näher kommen. Das sind zwei extrem aufschluss- und gedankenreiche Bücher, die ich auch als Leser sehr genossen habe. Und jetzt eben Corona-Kontrolle. Und ich will gleich mit der ersten Frage gewissermaßen Georg Seslen auch das Buch geben, die Möglichkeit geben, die zentralen Ideen seines Buches ganz knapp darzustellen. In dieser Krise wird ja viel von den Pathologien unserer Gesellschaft auf jeden Fall sichtbar. Es ist ein großes Chaos, die Leute sind auch verwirrt, wir sind alle in gewisser Weise verwirrt, weil jeden Tag irgendetwas anderes passiert, aber wir sehen schon, dass sozusagen dieses Diktum von der Krise als Chance
jetzt nicht gerade etwas ist, was täglich weiter an Aufmerksamkeit gewinnt oder an Bedeutung gewinnt, ja, sondern ganz im Gegenteil, man kann das auch anders sehen. Ja. Man hat den Prekären applaudiert und mehr als dieser Applaus ist nicht geblieben. Man kann es durchaus auch so sehen, dass selbst Regierungen mit besten Absichten den autoritären Versuchungen erliegen können, weil wer nützt nicht gern Notstandsmaßnahmen, wenn sie ihm in den Schoß fallen? Und wie ist es dann erst bei Regierungen, die nicht die besten Absichten verfolgen? Auch Humanismus, Vernunft in der Krise, naja, in einer Zeit, wo gleichzeitig auch Verschwörungstheorien und der Irrsinn gedeiht, auch da kann man die Frage stellen, ob das wirklich die Zeit dafür ist. Ja? Georg Seslein hat schon in seiner Vorwort seines Buches geschrieben, dieses Buch ist nicht besonders hoffnungsfroh. Habe ich das jetzt alles ein bisschen versimpelt dargestellt oder ist das ein bisschen so ein Dr. Doom Buch, wo es dann doch ein bisschen zu düster ist? Georg Seslein, wie würden Sie die zentralen Thesen, die Ihrer Auffassung dieses Buches, aber natürlich auch Ihrer Haltung zur jetzigen Situation, Sie schreiben in eine sich ständig verändernde Situation hinein, wie würden Sie das zusammenfassen? Ich glaube, dass die Aufgabe von uns, die wir die Geschehnisse beobachten und versuchen herauszufinden, was läuft eigentlich und was läuft im Hintergrund, ist immer vielleicht die Dinge etwas zuzuspitzen, etwas schwärzer zu malen, vielleicht als sie sind, in der Hoffnung, dass diese Warnungen gehört werden. Das heißt also, ich glaube, wenn ich in diesem Buch sage, ich sehe ziemlich schwarz, dann steckt dahinter irgendwo die Hoffnung, vielleicht kommt es doch nicht ganz so schwarz. Die Hoffnung ist einfach nur ein bisschen verborgen. Sie ist in einem Sinne, wie lernfähig sind wir eigentlich. Dieses Wort, dass die Krise immer auch eine Chance ist, das war für mich sozusagen der Startschuss. Das wollte ich auf die Waage legen. Wir erleben gerade die Krise. Ne? Im Grunde genommen ist das jetzt unser Problem, dass wir ständig eigentlich nur noch über solche Distanzen miteinander kommunizieren und mit den entsprechenden technischen Problemen, mit den entsprechenden vielleicht auch Unsicherheiten oder sowas. Ne? Normalerweise würden wir jetzt in einem Zimmer zusammensitzen und dann hätten wir weder diese technischen Probleme, wir hätten auch ein paar Kommunikationsprobleme weniger. Ne? Also man reagiert ja anders aufeinander. Also reicht eine Andeutung, ein Blick oder so etwas. Und durch diese Situation leben wir so ein bisschen Science Fiction. Ne? Also möglicherweise ist das, was wir jetzt hier gerade an Kommunikation betreiben, das, was in 10, 20 Jahren der Normalfall ist. Entweder aus Pandemiegründen oder aus anderen Gründen, vielleicht aus Gründen der Arbeitsorganisation, aus Gründen politischer Organisation, wir tatsächlich gar nicht mehr das haben, was wir so lange eigentlich auch glücklich gehabt haben, nämlich diesen öffentlichen Raum, wo man sich begegnet, wo man miteinander debattiert, wo man sich streitet oder sich zusammentut. Dieser Raum, der verschwindet sozusagen vor unseren Augen. Und das hat einen Grund, den man eben als Krise bezeichnen kann. Das ist einfach vernünftig, dass wir jetzt nicht in einem Raum sind, weil sonst könnte sein, dass wir uns anstecken, wie Herr Trump das so schön macht, als Waffe oder so etwas. Oder
Es kann aber auch sein, dass wir uns da schon in eine neue Kommunikationsform begeben. Dass was wir jetzt in der Krise erleben und erlernen, wie zum Beispiel sehr viel Homeoffice zu machen, möglicherweise ein Teil unserer Zukunft ist. Ich erlaube mir da jetzt noch eine Nachfrage, um ein bisschen auch vielleicht noch was rauszukitzeln und dann Franz Vranitzky zu involvieren. Jetzt ist natürlich einer der wesentlichen Psychopathologie oder der politisch-emotionalen Situationen, dass die Leute zunehmend Angst bekommen. Und zwar ist natürlich logischerweise eine doppelte Angst. Einerseits die Angst, die man ohnehin hat in einer gesundheitlichen Krise, und dann die Angst vor den ökonomischen Zuständen, die möglicherweise folgen werden, also sozusagen Massenarbeitslosigkeit. Was kommt da auf uns zu? Das heißt, da ist natürlich naheliegend, dass die Menschen jetzt gar nicht so das Bedürfnis haben, dass sich nach der Krise so viel ändert, sondern eher das Bedürfnis haben, Gott sei Dank, alles, was wir wollen, ist, dass es wieder so wird wie vor der Krise, also quasi das, was man die alte Normalität nennt. Und da hat ja dann auch begonnen, so diese Art von Rechnungen, die Sie ja auch im Buch zitieren, wenn man jetzt wegen mit einem Shutdown 50.000 Menschenleben rettet, setzt man dann nicht auch 50.000 Menschenleben, die an einer Krise sterben, aufs Spiel, dass man gewissermaßen das ökonomische System und dessen Funktionieren so hochhält, dass man gewissermaßen bereit ist, dann Menschen zu opfern. Solche Stimmen gab es natürlich, aber gleichzeitig würde ich ja fast sagen, ist ja das Tolle gewissermaßen an der Reaktion in fast allen Ländern, dass man gesagt hat, okay, wir schalten unsere Wirtschaft ab, um 10.000 oder 20.000 Menschen zu retten oder auch nur 600 oder 900 Todesfälle zu vermeiden. Ist das ja denn eigentlich nicht auch ein tolles Zeichen, dass diese Art von Sozialdarwinismus, den man ja eigentlich auch annehmen konnte, eigentlich da ausgeschaltet war? Ist doch eigentlich ein positives Zeichen. Wenn es stimmt, was ich zu bezweifeln wage. Man muss ja unterscheiden zwischen sozusagen dem, was wir uns als Erzählung zusammenreimen, und dem, was wirklich passiert. Und ich glaube, dieses Ausschalten des Sozialdarwinismus hat in Wirklichkeit nie funktioniert, sondern das war ein Ritual, es war ein Sprechen, aber keine wirkliche Handlung. Man muss sich, glaube ich, eine Sache vor Augen führen. Was ist eine Krise? Eine Krise ist was anderes als ein Problem. Ein Problem kann ich innerhalb eines Systems lösen. Das ist ganz wunderbar, alles, was ich brauche, um ein Problem zu lösen, ist in meiner Gesellschaft vorhanden. Deswegen ist Problemlösen was Tolles. Es gibt nichts Schöneres als Problemlösen. So, Bert Brecht hat sogar gesagt, Problemlösen ist an sich die Schönheit. Diese Möglichkeit akkumuliert sich aber manchmal, und dann ist es kein Problem mehr, sondern ein Haufen von Problemen. Und möglicherweise dann eine Krise. Und eine Krise ist immer etwas, was ich nicht lösen kann, wenn das System einfach weiterläuft. Sondern in einer Krise muss das System sich auf die Probleme einstellen. Das heißt, es muss sich eigentlich was ändern. Und diese Vorstellung, ich kann eine Krise überstehen, ohne was zu ändern, nur mit einem kurzen Aussetzen, Pause machen und dann wieder weitermachen, die ist grundsätzlich falsch. Das funktioniert nie mit einer Krise, weil es nie, auch in der Geschichte oder auch in physikalischen Vorgängen, in der Ästhetik, egal wo sie hin, in gesellschaftlichen Funktionen, gibt es nie ein Zurück. Es gibt nie eine Möglichkeit, einfach da wieder weiterzumachen, wo man kurz mal aufgehört hat. Das heißt, um die Krise zu bewältigen, muss sich was ändern. Und wenn sich nichts ändert, dann wird die Krise zur Katastrophe. Gut, ich danke Ihnen mal für diese zwei ersten Slots zum Einstieg und will jetzt Dr. Franz Vranitzky hier involvieren. Wir sind ja mittendrin in dieser Krise, die ja eine doppelte Krise ist, eine Gesundheitskrise und eine ökonomische, deren Ausmaß wir ja noch gar nicht wirklich abschätzen können. Müssen wir davon ausgehen, dass das Schlimmste noch vor uns liegt?
Ja, einfach wird es nicht. Ich bin erstaunt. Im Übrigen bedanke ich mich sehr für die Einrichtung dieses Diskussionsnachmittags und auch für die Errichtung der Bibliothek. Also vielen Dank, eine zwei wunderschöne Gesten. Aber zurück zur Frage. Ich bin einigermaßen erstaunt, wenn ich heute in Zeitungen lese, dass die Wirtschaftsforscher für 2021 schon wieder mit einem Wirtschaftswachstum von zwischen 4% und 5% real rechnen. Also nach allen Beobachtungen, die mir zugänglich sind, kann ich das nirgendwo ablesen. Aber Überraschungen treten manchmal ein. Ich greife noch einmal den Satz auf, demzufolge die Krise eine Chance ist. Und da bleibt für mich schon die Frage hängen, eine Chance für wen und welche Chance? Was ist eigentlich dann danach eine Chance? Und von diesem Gedankengang, der ja in dem Buch sehr ausführlich und sehr eindrucksvoll dargelegt wird, gehe ich über zu einem anderen von Herrn Seslen beschriebenen Zustand, nämlich der Spaltung der Gesellschaft. Denn wir haben die Spaltungen. Wir haben sie aufgrund der massiv ungleichen Einkommens- und Vermögensverteilungen. Wir haben sie aufgrund der unterschiedlichen Zugänge zu Sozial- und Wohlfahrtseinrichtungen. Wir haben sie national unterschiedlich und so weiter. Und jetzt die Spaltungen, die Geschichte etwa im 20. Jahrhundert ist reich an Spaltungen. Wir haben unglaublich viele Spaltungen erlebt. Wir haben welche erlebt nach den Thesen des Luther, was sich da alles abgespielt hat an Spaltung. Dann gab es den 30-jährigen Krieg und dann kam die Gewalt. Die Gewalt war die Inquisition, wo die katholische Kirche, die alles, was nicht katholisch war, bis zum Tod hin verfolgt hat. Wir haben Spaltungen in den deutschsprachigen Räumen, etwa nach dem Zweiten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Immer wurde aber Gewalt angewendet, um die einen Betroffenen der Spaltung zu bestrafen, zu quälen, zu ermorden. Wir haben Spaltungen, wir haben in der 1848er Revolution eine im historischen Vergleich harmlose Revolution, dann doch nicht so harmlos, aber es wurde auch mit Gewalt begegnet. Also in dem Buch ist das sehr, sehr deutlich und sehr klar dargestellt. Und wir reden jetzt gerade akut von der Spaltung der Gesellschaft in den USA. Und auch dort sehen wir auch staatliche Gewalt im Sinn von Polizeiübergriffen oder im Sinn von einer Empfehlung des Präsidenten, doch den privaten Waffenbesitz nicht einzuschränken und jedermann die Möglichkeit zu geben, sich selbst Gerechtigkeit zu verschaffen oder vor irgendwelchen anderen Teilen dieser gespaltenen Gesellschaft mit Gewalt zu schützen. Also entsteht die Frage, wenn die Gesellschaften der postindustriellen Zeit auch nicht in der Lage sind, diese Spaltungen, die uns historisch begleitet haben, zu vermeiden, ist dann auch in der postmodernen Zeit die gängige Antwort, den Spaltungen mit Gewalt ein Ende zu bereiten. Das würde mich sehr interessieren, auch die Frage unseres Buchautors. Sie haben sich da ja, ich habe das wirklich mit großem, großem Interesse gelesen, nämlich auch diese Tendenzen, den Humanismus sozusagen etwas ins Offside zu stellen, um andere Ziele zu erreichen, auch ein Spaltungspotenzial. Also kurze Frage, müssen wir damit rechnen, dass wir auch in Zukunft uns immer wieder gegen die Gewalt als Methode
gegen stark auftretende Spaltungen zu beobachten, zu erleben. Muss das so sein? Dann gebe ich wieder meinen Plan sofort wieder zu Georg Sesselmann zurück. Also droht da wirklich so eine Abwärtsspirale in der Form, wie Franz Vranitzky das jetzt geschildert hat, jetzt ja fast noch pessimistischer oder dünkler war als Sie in Ihrem Buch? Ja, leider, ich kann Ihnen nur recht geben, dass diese Spaltung ist... Das hat sehr viel mit dieser Idee der Krise zu tun. Wenn man vor 2 Tagen zum Beispiel auf Spiegel lesen kann, dass innerhalb der Krise, die ja jetzt erst vielleicht allenfalls 2 Jahre dauert, dass innerhalb dieser Krise Reichen noch reicher und die Armen noch ärmer geworden sind. Und zwar nicht, wie man vielleicht denken könnte, dass sie sozusagen in der Krise ärmer und reicher, je nachdem, geworden sind, sondern durch die Krise. Und die Frage der Gewalt, die Herr Vranitzky angesprochen hat, die treibt mich kolossal um, weil alles, was wir aus der Geschichte wissen, heißt eigentlich nur, wir können die Gewalt ein wenig hinausschieben, wir können sie vielleicht etwas moderieren, aber letztendlich können wir sie, außer die Spaltung zu überwinden, was aber aus besagten Gründen, weil die Machtverhältnisse das gar nicht zulassen, nicht geschieht, wird die Gewalt früher oder später manifest werden. Bevor ich in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs darauf überleiten möchte, ob es nicht auch positive Tendenzen gibt, dass man das, dass es doch anders auch ausgehen kann, möchte ich noch eine Frage an Franz Vranitzky stellen, nämlich Georg Sesselin hat ja auch jetzt hier schon angedeutet, aber auch in seinem Buch ausgeführt, davon gesprochen, von den autoritären Formen des Regierens und mit den Notstandsverordnungen, was so eine Pandemie natürlich viele Möglichkeiten gibt. Und wir sind ja in Österreich auch damit in gewisser Weise konfrontiert. Ich würde jetzt nicht sagen, dass diese Regierung autoritär regiert hat, also unsere konkrete Türkis-Grüne. Und ich würde ja auch so weit gehen, dass ich jede der Maßnahmen, wie sie gesetzt worden sind während der Hochphase der Pandemie, für durchaus angebracht halte. Aber die Art und Weise, wie man dazu gekommen ist, quasi, dass das Parlament sehr umfangreiche Notgesetze verabschiedet hat, die dann eigentlich der Regierung die Möglichkeit gibt, mit Verordnungen zu reagieren, sehr an der Grenze der Verfassungswidrigkeit oder zum Teil auch jenseits dieser Grenze, auch noch garniert mit so Rhetoriken, wie hat es, glaube ich, kurz genannt, quasi sozusagen juristische Spitzfindigkeiten interessieren ihn nicht. Ist das nicht auch besorgniserregend, selbst wenn man jede dieser Verordnungen in der Sache für in Ordnung findet, die Art und Weise, wie man dazu gekommen ist? Ja, immerhin haben wir aber eine wichtige Korrekturstelle, die ist der Verfassungsgerichtshof. Und der hat bisher ja wirklich sorgsam darüber gehütet und gewacht, dass es nicht Ausrutscher aus der Verfassung heraus in Richtung autoritäre Systeme oder ein autoritäres System gibt. Also da würde ich mich jederzeit weiterhin darauf verlassen. Und wahrscheinlich muss man auch einräumen, dass eben die außerordentliche Situation einer Pandemie, die wir jedenfalls, solange wir zurückdenken können, nicht erlebt haben. Wir reden oft von der spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg, aber die hat ja niemand wirklich erlebt, glaube ich, oder sehr, sehr wenige Menschen. Also hier, von den heute Lebenden. Die heute Lebenden, ja. Also hier gibt es sozusagen keine wache Erinnerung. Und ich glaube auch, und da kommen wir schon in eine schwererwiegende Kategorie des Denkens, wenn wir an die Mitgliedstaaten der Europäischen Union denken. Und innerhalb derer gibt es doch, wie wir wissen, in dem einen oder anderen Fall schon
Einstellungen, Ansichten, Maßnahmen, wie man etwa parlamentarische Mehrheiten dazu ausnützt, um die Rechtsstaatlichkeit teilweise jedenfalls in Frage zu stellen, wenn nicht auszuhebeln. Und das ist demokratierechtlich und demokratiepolitisch schon eine alarmierende Sache. Denn man ist mit Hilfe demokratischer Methoden, nämlich freier Wahlen, in die Lage und in die Situation gekommen, eine parlamentarische Mehrheit zu erreichen. Und was mache ich mit der parlamentarischen Mehrheit, die ich aufgrund des freien Wahlrechts errungen habe? Ich drehe mich dann um und sage, ich verwende diese parlamentarische Mehrheit, um genau diese Freiheiten, die mich in die Situation gebracht haben, zu relativieren. Das ist schon eine paradoxe, wenn nicht eine sehr bedenkliche Situation. Und wenn man dann einen Schritt weiter geht und daran denkt oder erwähnt, dass in einem Gebilde wie dem europäischen Einheitsgebilde ein Großteil der Mitgliedsländer gegen die Methoden etwa Außerkraftsetzung bestimmter rechtsstaatlicher Elemente vorzugehen, dann erntet man grobe Proteste der Betroffenen. Dann denkt man daran, etwa in den finanziellen Ausgleichssystemen Korrektive einzubauen, was erst wieder recht zu Streitigkeiten führt. Also wir sind schon wieder einmal beim Thema der Spaltung, denn da gibt es diese und da gibt es die anderen. Und es wird sehr interessant sein, festzustellen, wie das weitergeht und wie sich das weiterentwickeln kann. Also noch einmal zurück, was den österreichischen Fall betrifft, ist unser Verfassungsgericht so ein verlässliches Korrektiv. Was andere Mitgliedstaaten betrifft, erleben wir ähnliche Zustände nicht. Gibt es eine Conclusio? Die erste Conclusio ist die, dass die Einheitlichkeit in der rechtsstaatlichen Auffassung in einem doch sehr ambitionierten Gebilde wie dem des europäischen Einigungsprozesses infrage gestellt ist. Und das ist für mich jedenfalls eine überaus bedauerliche und schwierige Situation, denn dieses europäische Einigungswerk ist ja nicht nur etwas, wo man in Sonntagsreden Europa hochleben lässt, sondern das ist ja eine Bewährungsprobe, wie sich eine Organisation, in der fast eine halbe Milliarde Menschen leben, wie sich eine solche Organisation gegenüber anderen in der Welt, die ebenso viele Einwohner oder noch viel mehr hat, im politischen, im ökonomischen, im kulturellen Wettbewerb durchzusetzen vermag oder nicht. Weil dann, wenn das nicht gelingt, und wir sind leider auf einem Weg dorthin, dass das nicht gelingt, dann haben wir die Spaltung in einer ganz anderen Dimension. Ich glaube, wir haben jetzt über sehr viele besorgniserregende Elemente gesprochen, der Situation, in der wir sind. Also fasse nochmal zusammen, die soziale Spaltung, die Sie angesprochen haben, natürlich auch der Zustand unserer Demokratien im Generellen und die kulturellen Spaltungen auch, also der Zustand unserer demokratischen Öffentlichkeiten ist auch sicherlich ein Element, und das, was Sie jetzt gerade angesprochen haben, diese Blockadetendenzen innerhalb der Europäischen Union, wo man eigentlich in zwei verschiedene Richtungen zieht, wo man oft das Gefühl hat, wie soll man da noch irgendwie auf einen Konsens kommen. Ich versuche aber dennoch jetzt, und es würden uns wahrscheinlich noch eine ganze Reihe von anderer besorgniserregender Indizien einfallen, aber ich versuche dennoch jetzt ein bisschen eine Gegenposition hier hereinzubringen. Wenn man sich anschaut, gerade in Deutschland zum Beispiel, aber eigentlich gilt das ja natürlich auch für Österreich bei allem, was man hier zu kritisieren hat, dass bestimmte Prekaritäten und Ungerechtigkeiten und Unfairheiten, ja, die man bisher nicht mal wahrgenommen hat, in dieser Krise plötzlich wahrgenommen werden, mit der Möglichkeit auch zumindest
bei den schlimmsten Auswirkungen etwas zu unternehmen, beispielsweise Tönnies in Deutschland, das ist so ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein Chiffre dafür. Es betrifft natürlich bei Weitem nicht nur die Fleischproduktion, sondern viele andere, wo man das Gefühl hat, ja, da werden ja Menschen eigentlich versklavt, fast versklavt, wie unter dem Räuberbaron-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts. Also, dass man da die Möglichkeit hat, das auf die Agenda zu setzen. Diese ganze neoliberale Grundkonsens, wie er schon quasi in der Finanzkrise zu bröckeln begonnen hat, bröckelt jetzt noch einmal, weil es völlig klar ist, dass es Staaten sein müssen, die investieren, um aus dieser Krise ökonomisch rauszukommen. Aber auch generell sozusagen diese Haltung, dass man gewissermaßen, sagen wir mal, nicht mehr auf den Markt vertraut, sondern durchaus auch sagt, okay, ein Staat, der sich kümmert und Gemeinwohlziele formuliert, um den wird man nicht herumkommen. Also die klassische sozialdemokratische Haltung, das könnte doch alles in den nächsten 5, 6 Jahren uns in eine andere Richtung führen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es ausgemacht ist, ja, und dass wir, also ich würde jetzt nicht von der Krise als Chance sprechen, jetzt in diesem romantischen Sinne, aber es gibt zumindest auch Indizien, die dafür sprechen, dass man auch einen anderen Entwicklungspfad einnehmen könnte in den nächsten Jahren. Vielleicht in dem Fall als erstes Franz Vranitzky und als zweites Georg Seslen. Liege ich da ganz falsch? Ja, selbstverständlich ist es nie ausgeschlossen oder gar unzulässig, andere Wege einzuschlagen. Das sind ganz entscheidende politische Fragen. Nämlich das beginnt einmal damit, wie kann sich eine politische Kraft, die an den herrschenden Verhältnissen neoliberal so oder so hin oder her Kritik übt, wie kann sie sich mit ihrer eigenen sozusagen abändernden Meinung bei einem Großteil der Bevölkerung durchsetzen, sodass bei Wahlgängen dann dieser Änderungskraft eine Mehrheit erteilt wird. Das ist eine grundlegende Voraussetzung, ansonsten landen wir bei akademischen Diskussionen. Und wenn diese Grundvoraussetzung einmal hergestellt wird, dann geht es darum, diese Überzeugungskraft, die man zunächst einmal kreiert hat, um überhaupt das Wahlvolk für sich zu gewinnen, in konkrete Handlungen umzusetzen. Und da bin ich bin zwar nicht grundlegend pessimistisch, ich glaube nur, dass eine Zeit von 5 bis 6 ja. Jahren zu kurz ist, ja. um das wirklich umzustellen. Um beim österreichischen Fall zu bleiben, eine halbe Million Arbeitsloser, die dreht man nicht innerhalb einer überschaubaren Zeit in eine halbe Million Vollbeschäftigte um. Und das ist jetzt alles ein bisschen utriert, was ich sage, aber es braucht Zeit. Es braucht Zeit, die Beschäftigungssituation wieder klarzustellen. Und natürlich, es braucht vor allem deshalb auch viel Zeit, weil etliche der verloren gegangenen Arbeitsplätze in der Krise ja aus der Natur der Sache nicht wieder so herzustellen, wie sie verloren gegangen sind, sondern das müssen ja, und das Buch beschreibt ja auch, und wir wissen es auch sowieso, die Digitalisierung und alles, was damit zusammenhängt. Also es wird schon notwendig sein, über Bildung, über Ausbildung, über Schulungsmaßnahmen, über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, natürlich auch mit Maßnahmen, wie man mit den älteren Arbeitslosen umgeht, mit den Langzeitarbeitslosen. Und das alles muss ein großflächig angelegter sozialpolitischer Umdenk- und Umsetzungsprozess sein, ansonsten funktioniert das nicht. Sonst landen wir dort, was ja unser Freund aus Deutschland sagt, dass wir nachher genau dort wieder anfangen, wo wir vorher verloren haben. Und das wird es wohl nicht sein, weil das ist dann nicht zukunftsträchtig und zukunftsfähig. Und ich meine, in einer großen politischen und gesellschaftlichen Kraftanstrengung ist das schon machbar.
es bedarf auch aber schon der geeigneten politischen Führungskräfte, wo Überzeugungskraft und Nachhaltigkeit parallel laufen müssen, dass das auch funktionieren kann. Und das wäre ja auch sozusagen die Realisierung des anderen Satzes, in der Krise liegt die Chance. Ich gebe gleich an Sie weiter, Herr Seslin. Ich kann das dort einsetzen, ganz genau, wenn wir uns vorstellen, also wir haben auf der einen Seite einen Staat, eine Regierung, ein politisches System und auf der anderen Seite haben wir einfach ganz konkrete Menschen, die ihre Biografie haben, ihr Leiden, ihre Ängste. Dann ist die große Frage nicht, was macht nur der eine, was macht die Politik? Das ist ja so, glaube ich, der Irrtum dieser Corona-Rebellen in Anführungszeichen, dass sie glauben, der Staat macht jetzt alles böse oder sowas, der wird uns in die Diktatur führen, nur weil er unsere subjektiven Freiheiten einschränkt. Aber genauso wenig schaffe ich es auf der Ebene der Mitmenschlichkeit alleine. Natürlich haben wir auch in dieser Krise ja wahnsinnig, ganz persönlich schöne Erfahrungen gehabt mit Leuten, die einem geholfen haben, mit Kommunikationen, die untereinander Mut machen und natürlich auch genau das Gegenteil. Aber dazwischen passiert was. Und dazwischen passiert das, was man Gesellschaft nennt und das, was man Kultur nennt. Und was Herr Franitzky gesagt hat, würde eigentlich eine gigantische Aufgabe der Kultur sein, zwischen Politik und normalen Leben, in Anführungszeichen normal ist es ja gerade nicht, zwischen dem Leben zu vermitteln. Und jetzt schauen wir uns an, was passiert mit Kultur und Gesellschaft in dieser Krise. Und da kann man wirklich Angst kriegen, weil eins der ersten großen Opfer der Krise ist die Kultur. Wir erleben einen Kulturabbau, kann man das wirklich nennen, dessen Ausmaße wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und ein entscheidender Punkt meines Erachtens nach ist, dass wir, das finde ich jetzt wieder, das wäre ein Punkt der Hoffnung, dass wir als kulturelle Menschen in dieser Krise mit entscheiden, wie diese Krise später erzählt wird. Dass wir sie nicht sozusagen der Propaganda, nicht den Medien, nicht Fox News ähnlichen Institutionen überlassen, sondern dass wir in dieser Situation wach bleiben können und uns nicht aus der Erzählung unserer eigenen Geschichten vertreiben lassen. Und das ist so, was ich auch in diesen Konferenzen mit den Künstlern immer versuche zu vermitteln, dass wir diesen Mut haben, selbst wenn es wirklich auch für den Einzelnen und für die Einzelne einen hohen Preis verlangt manchmal, dass wir uns trotzdem nicht entmutigen lassen sollten, die Autorenschaft, die künstlerische, kulturelle, soziale und letztendlich politische Autorenschaft aus den Händen zu nehmen. Vielleicht eine letzte Frage an Franz Franitzky, weil das ja jetzt auch schon sehr plastisch geschildert worden ist, was wir an gesellschaftlichen Kapazitäten verlieren können. Und Sie haben das ja auch schon angedeutet mit den Arbeitsplätzen, die ja nicht wieder automatisch gleich wieder auferstehen, wenn wir jetzt nicht etwas machen. Wenn man jetzt das anders sieht und sagt, angenommen, wir würden eigentlich den gesamten gesellschaftlichen Zustand und alle Firmen, die jetzt insolvent werden, retten mit staatlichen Mitteln, sodass wir eigentlich am Ende dieser Krise zumindest dort stehen, wo wir am Anfang gestanden sind, dann wäre es sicher teuer. Ja, die Staaten hätten wahrscheinlich, so ein Staat wie Österreich, einen Schuldenstand von 110% des BIPs und nicht mehr nur 60% des BIPs und Deutschland hätte halt 90%. Aber das wird doch überhaupt nichts machen, verglichen mit der gesellschaftlichen Devastierung, die Alternative ist. Umgekehrt gefragt, also wäre es eigentlich ganz leicht, unsere Gesellschaften zu stabilisieren? Man müsste nur die Perspektive wechseln und sagen, okay, dann haben wir halt 100% oder 110% Schuldenstand des BIPs, aber das ist das geringste Problem, was man haben könnte.
Ja, die Frage ist, ob man annimmt, ob man davon ausgeht, dass durch so viel Geld, whatever it takes, ja, alle Unternehmungen, alle Wirtschaftsunternehmen, alle Firmen, die zurzeit in Schwierigkeiten sind oder noch in Schwierigkeiten kommen werden, durch diese massiven Finanzzuführungen rettet, am Leben erhält. Nehmen wir das einmal an. Dann kommt der Punkt, wo die jetzt alle leben. Und dann kommt aber schon der nächste Tag. Und der nächste Tag wird ja dann zeigen, ob sie dann auch noch weiterleben. Und das ist der springende Punkt. Und da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Meinungen in der Ökonomie, in der Wirtschaftsforschung in verwandten Bereichen. Werden das viele sein, werden das wenige sein? Das ist eine brandgefährliche Sache, weil ich kann ja nicht sagen, du kriegst was, weil du wirst überleben, du kriegst nichts, weil du wirst nicht überleben, dann fängt der schon heute an, nicht mehr zu leben. Also hier bedarf es sicherlich viel des Fingerspitzengefühls und natürlich auch einer guten Mischung aus Alternativen. Weil wenn dieses Unternehmen, diese Firma, aus welchen Gründen immer, aus Wettbewerbsgründen, aus Produktivitätsgründen, wirklich am Ende ihrer Überlebenskraft ist, gibt es eine Alternative, was die sonst machen können, was sie anders machen können. Und da sind wir wieder bei der absoluten Forderung nach Forschung, Entwicklung, nach neuen Methoden, nach neuen Märkten, nach neuen Produkten. Also das meine ich ja, habe ich vorher gemeint, mit einer Wirtschaft, die nicht aufhören darf zu leben, die immer wieder neue innovative Kräfte entwickeln muss und das auch tun wird. Denn die Menschen, die heute eine Firma betreiben, das sind ja über Jahre und Jahrzehnte sehr tüchtige Menschen. Die haben ja viel auf die Beine gestellt, viel geleistet. Also gehen wir einmal davon aus, dass diese Innovationskraft, diese Kraft nach der Disruption, nach Schumpeter, dass die nach wie vor im System vorhanden ist. Dann würden sich auch die staatlichen Unterstützungen sehr positiv auswirken für eine Zukunft, über die man nicht nur Sorgen haben kann, sondern sogar viele Hoffnungen. So meine ich das. Und das ist jetzt zum Schluss meiner Anmerkungen insbesondere deshalb ganz wichtig, weil die Führungsschicht eines Staates sich dieser Aufgabe hundertprozentig annehmen muss, weil es nicht nur um die materielle Sicherheit geht, sondern auch um die atmosphärische Sicherheit. Das heißt also, dass unser System, unsere Wirtschaft, aber natürlich auch unser kulturelles Leben jedenfalls ein Minimum, ein notwendiges Minimum, wenn nicht mehr als das Minimum, an Zuversicht entwickelt, dass das auch wirklich weitergeht und dass all diese Maßnahmen auch sinnvoll sind und nicht nur sinnvoll, was das System betrifft, sondern sinnvoll, was den jeden Einzelnen betrifft. Und das Wichtigste in diesem Zusammenhang oder das, was man auch verstehen muss, glaube ich, ist, dass das erste Bedürfnis, das die Menschen jetzt in so einer Situation haben, irgendwo das Bedürfnis nach Sicherheit ist. Ja? Nur dann werden Menschen etwas unternehmen oder auch einkaufen oder wieder ein normales Leben führen. Und umgekehrt, wenn das Bedürfnis nach Sicherheit der Menschen nicht gestillt wird, dann gebiert das Ungeheuer, nämlich diese Art, wie Sie es auch in Ihrem Buch geschildert haben, Leute, die das Gefühl haben, der Boden unter dem Füßen ist total wackelig, werden sagen, ich kümmere mich nur mehr um mich selber, ist ja auch denen dann nicht zu verdenken. Herr Seslin hat die Rechten erwähnt. Ja. Die Rechten in verschiedenen Ausprägungen leben von der Kritik, von der Ablehnung. Und von der Angst. Und von der Angst. Sie leben aber nicht von Angebot von Lösungen. Warum nicht? Weil sie keine Lösungen haben. Und die Zuversicht für die in die Zukunft muss deshalb auch gebaut werden, weil sie eine wichtige Mauer ist, eine wichtige Feuermauer gegen die Rechten und gegen diese destruktiven Ansichten und Einflussnahmen der Rechten. Gibt es da eine Hoffnung? Letzte 5 Sätze, Georg Seslin. Naja, wir sind Teil der Hoffnung, indem wir darüber reden. Das ist schon eigentlich Teil der Hoffnung.
Die Post-Corona-Gesellschaft und was sie uns über die Zukunft erzählt, das ist der Untertitel des Buches von Georg Seslen. Was wir jetzt anklingen haben lassen schon am Schluss, ist, dass wir uns eigentlich die Zukunft selbst zu erzählen haben, nämlich nicht nur indem wir sie erzählen, sondern indem wir sie sozusagen auch produzieren. Sie ist in unsere Hände gelegt und das ist nie einfach, aber es ist auch nie ein Grund zur Verzweiflung. Ich danke Georg Seslen, dass er mit uns dieses Gespräch geführt hat in Ligurien. Ich danke Franz Franitzky, dass er mit mir dieses Gespräch mit Georg Seslen geführt hat. Ich danke Ihnen an den digitalen Endgeräten. Jetzt schaue ich auch mal direkt in eine Kamera. Ich danke Ihnen an den digitalen Endgeräten und auf welchen Geräten auch immer Sie uns zugehört und zugeschaut haben. Im Sinne unserer Debatte heute, erstens, bleiben Sie gesund oder werden Sie es, wenn Sie es nicht sind. Und zweitens, bleiben Sie zuversichtlich oder gewinnen Sie ein bisschen Zuversicht. Ich danke Ihnen, ich danke Georg Seslen, ich danke Franz Franitzky.